Tage nach Trinitatis des Jahres 813 rede ich vor euch. Diese Stätte, sonst Wohnsitz der Freude, ein Aufenthalt froher und glücklicher Menschen. Jetzt ein Ort des Jammers, des menschlichen Elends, ein Aufenthalt unglücklicher Menschen. Die niederschlagen für mich, der ich zu euch reden soll. Rede ich sonst als Lehrer der Religion auf, so befinde ich mich inmitten der Bewohner des Ortes, für welchen ich beten soll. Ich sehe da glückliche Väter und Mütter, wohlgeratene Söhne und Töchter, und der Anblick dieser frohen und glücklichen Menschen hebt mein Herz. Was aber vereinigt euch hier? Ich sehe zwar nur wenige Zuhörer vor mir, aber ein jeder von euch kommt aus einem anderen Ort dieses Landes. Also nicht als Bewohner eines Ortes habt ihr euch hier versammelt. Ich sehe auch nicht glückliche Väter und Mütter, nicht wohlgeratene Söhne und Töchter, nicht erhabene Kreise im Silberhaar, die am Abend ihres Lebens zu Gott gehen. Nein, unglücklich Verirrte sehe ich hier vor mir, welche das Laster zusammentragen. Soll ich euch die Gefühle beschreiben, die bei eurem Anblicke in meiner Seele entstehen? Es sind die Gefühle der innigsten Wege. Doch die Religion Jesu ist es, durch welche ich euch mühselige und beladene aufrichten kann. Nun, so kommt denn her, die all mühselig und beladen seid, ich werde euch erquicken und Hoffnung geben. Doch vorher betet mit mir zu dem Gott, der Gnade und Erbarmen. Deinen Segen.